Das dann die Bühne frei für das Team von Sarah, Vivian, Matti und Artemis. Also, wir haben, mit wir meine ich, Matti, Vivian, Sarah und mich, Artemis, und wir haben eine Idee verfolgt, und zwar einen Roboter, der der Grafiken oder Bilder malen kann. Steuern kann man ihn mit Hilfe eines Computers oder auch halt manuell. Und ja, so wie gesagt, benutzt man ihn, um Bilder und Grafiken zu malen. Genau, in der HackerInnen-Ethik gibt es auch ein schönes Zitat. Und das heißt, man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen. Und da dachten wir, das passt ganz gut zu unserem Projekt. Genau. Ziele. Also wir hatten ganz viele Ziele. Zum Beispiel, dass wir einen Roboterarm machen, der sich selbstständig bewegen kann. Und der vielleicht Bilder oder Grafiken eigenständig malen kann mit dem Computer. Und später ist dann dazu gekommen, dass wir zum Beispiel da Teamfähigkeit zusammen lernen können, also so Teamspiele. Und wir haben ganz schön viele hinbekommen. Bei der Umsetzung war relativ schnell klar, wie wir die Gelenke machen, also mit Robotern, die sich drehen können. Beim Arm haben wir aber ein bisschen rumexperimentiert und geschaut, ob wir es vielleicht mit Holz hinkriegen oder irgendwas kleben, haben dann aber doch 3D-Druck gemacht, weil es einfach die einfachste, aber auch am interessantesten Weise ist. Dafür brauchen wir natürlich auch ein 3D-Programm, dafür haben wir Fusion 360 benutzt. Der erste Schritt war eigentlich die Ausmessung und dann die 3D-Modellierung davon. Dann haben wir das ausgedruckt. Und der schwierigste Teil war eigentlich die Kombination der Teile, weil es ja auf Millimeter genau passen musste und einfach wie Puzzleteile funktionieren musste. Also hier sehen wir zum Beispiel ein kleiner Screenshot von dem Vision 360. Wir mussten da so eine Art Skizze machen, 3D-Modell. Hier haben wir zum Beispiel das auch. Und das war echt richtig schwierig, weil es Millimeter auf Millimeter passgenau sein musste und Millimeter zu viel hat es nicht gepasst und ja, war sehr schwierig. Genau, für die Elektronik brauchten wir Arduino. Und das ist quasi der zentrale Controller und der ist quasi für alles zuständig. Außerdem brauchten wir noch zwei Servos, da haben wir einen etwas kleineren und einen größeren benutzt. Und die sind zur Steuerung der Gelenke, die sich jeweils um 180 Grad drehen können. Dann brauchten wir noch zwei Potentiometer, auch Potis genannt, und das sind die Drehregler, womit man die Arme einfach stellen kann. Und genau. Hier haben wir aus Arduino ein kleines Beispiel, wie wir das einfach geschrieben haben. Da oben ist der Servo oder auch die Potis. Für die Softwareentwicklung haben wir die Arduino IDE benutzt. Für die Software die Software ist auch dafür zuständig, den Poti auszulesen. Und sie steuert auch den Winkel der Servos. Und sie ist für die Fernsteuerung der Arme per Computer auch zuständig. Also wir wollen auf jeden Fall noch ein Danke sagen. Dass ihr es auf jeden Fall in den Livestream geschafft habt, dass ihr hier seid und einfach auch an alle Sponsoren und vor allem an die Organisation, dass wir das ermöglicht haben. Genau, und natürlich auch an die Mentoren, dass sie uns so tatkräftig unterstützt haben. Und zwar wollen wir das Ganze jetzt noch demonstrieren. Dafür brauchen wir das Board. Alles sehen.
Also, können das alle sehen? Und zwar ist das jetzt unser Roboterarm. Dahinter ist niemand, also das wird wirklich elektronisch gesteuert. Genau, und zwar haben wir hier zwei Potis. Einer ist für den Oberarm und der andere für den Unterarm. Und genau. Und da vorne ist ein Stift, das bedeutet, der malt selbstständig. Genau, und unsere Idee war eigentlich, einen zweiten davon zu machen, auf die andere Seite, dass wir eine Challenge machen können, zum Beispiel, welches Team ist schneller und kann irgendwie ein Dreieck oder so malen. Und hat leider nicht geklappt, weil wir nicht so viele Arduinos und so haben. Aber wir wollen jetzt trotzdem so eine kleine Challenge machen, und zwar brauchen wir jetzt zwei Freiwillige. Gibt es irgendwelche Freiwillige? Willst du? Also dann komm. Noch irgendwie einen zweiten? Du im orangenen T-Shirt, hast du Lust? Nein? Irgendjemand anders? Du? Ah, nee. Melli? Komm, Melli. Ja, komm her. Wir brauchen dich jetzt. Genau. So, warte, dass man auch sehen kann, das Resultat. So, dann dürft ihr es einfach mal ausprobieren. Die auch im Livestream ist. Ihr könnt euch ja vielleicht auch ein bisschen absprechen, sodass ihr vielleicht mal so ein paar Formen hinkriegt, vielleicht ein Dreieck. Was passiert hier? Du musst daran drehen. Ich aber ich verstehe es nicht, was passiert. Also sehr schwer, ein bisschen kompliziert, aber... Ja, aber man kriegt den Dreh eigentlich schnell raus. Es geht. Also eigentlich. Super. Und wenn man dann irgendwie so fortgeschritten ist, Artemis hat das auch hinbekommen, hat sie dann ein Viereck gemacht und sowas. Und wir hatten auch vorhin so einen Stern versucht. Man brauchte viel Fantasie, aber es ging. Genau. Ja, vielen Dank. Ich finde, das hat einen großen Applaus verdient. Die Folie. Könnt ihr einmal ganz kurz mein Touchpad bewegen? Einmal draufklicken? Deins? Ja. Ja, super. Ja, vielen Dank, voll cool. Genau, wir fanden, das ist so eine gute Sache, die irgendwie JugendHackt so gut zusammenfasst. So, alle müssen zusammenarbeiten, damit was Gutes rauskommt. Das sind irgendwie coole, kreative Sachen. Ich finde es auch total schön, dass ihr die HackerInnen-Ethik noch eingebunden habt. Ihr solltet eigentlich gar nicht weglaufen. Ich wollte euch eigentlich noch eine Frage stellen, aber genau. Ihr wart ja auch, also ich glaube, bis jetzt war ja nur Matti einmal bei JugendHackt dabei. Wollt ihr vielleicht noch einmal so, könnt ihr in einem Satz einmal so zusammenfassen, was das JugendHackt-Wochenende für euch war oder was euch am meisten Spaß gemacht hat, damit die anderen jetzt auch noch ein bisschen Spaß haben und sich auf den Rest freuen der Präsentation? Ja, also ich war schon bei so einem ähnlichen Programm und es war auf jeden Fall richtig cool und die Location war richtig cool und es waren immer Mentoren, die von allem wussten, die wussten, ja, du bist da, da und da und dann klappt es. War auf jeden Fall richtig cool und man konnte sehr, sehr viel lernen und die Ausstattung war auch perfekt, 3D-Drucker, alles hier, also sehr gut zu finden. Was mir auch gut gefallen ist, dass wenn man irgendwas nicht verstanden hat, dann konnte man auch einfach andere, ob es Mentees waren oder einfach andere Teilnehmer fragen, ob die vielleicht dazu eine Idee haben oder einem helfen konnten. Und das finde ich eigentlich cool, dass man sich auch so untereinander helfen kann, dass man einfach zusammen so ein schönes Wochenende hat im Team. Und zum Beispiel, wenn man da zu viel hatte, hat es sogar einen Pausenraum oder so einen Ruheraum gegeben, wo man einfach mal sich entspannen konnte. Also richtig cool. Voll gut. Vielen Dank.